Ja, ich habe schon seit der Zeit lang das Thema mitgekriegt, habe mich aber nicht sonderlich mit dem Ganzen interessiert, weil es sind so Erbsenzählereien, die eigentlich mit Alpinismus nichts zu tun haben. Wenn man hergeht, natürlich was beim Höhenbergsteigen maßgebend, was ausschlaggebend ist, dann ist es immer die Sache mit oder ohne Sauerstoff. Das kann man nicht vergleichen. Das ist irgendwie so verwässert inzwischen. Aber wenn er auf so einem hohen Berg nachher durch Steigung, einer der schwierigsten Wände dort, wenn ihm vorgeworfen wird, mir natürlich auch, dass wir am Gipfelgrat 5, 6 Meter zu tief waren, das sieht man einfach nicht. Das nimmt man auch nicht für ernst. Das ist kein Thema an sich. Und wenn man dann doch als so einen großen Alpinist praktisch alles durcheinander bringt und irgendeinen anderen vorschiebt, dann ist das unfair, weil die paar Schritte Toleranzgrenze muss es einfach geben. Ohne GPS auf manchen hohen Bergen ist es unmöglich, vor allem wenn das Wetter nicht genau oder komplett schön ist, zu sagen, bin ich jetzt am Gipfel oder ist ein paar Meter daneben ein Punkt, was ein bisschen höher ist. Aber alpinistisch gesehen fällt es für mich eigentlich nicht ins Gewicht. Ich finde es komplett lächerlich, was da momentan herumdiskutiert wird. Ja, es trifft natürlich nicht nur ihn selber, es trifft andere Größen genauso wie Gerlinde Kaltenbrunner soll anscheinend auch nicht erfallen gewesen sein. Und das war die erste Frau, die alle 14.000er ohne Sauerstoff bestiegen hat. Die hat dieses ganz große Problem so souverän gelöst. Und wenn auch sie um einige Meter was verwechselt hat, verwechselt ist sie nicht, aber das sieht man nicht, dann dürfte man eigentlich nicht Alpingeschichte zerstören, gute Alpingeschichte. Und Glowalski macht das mit seinen Recherchen. Das ist ein Erbsenzähler und sonst gar nichts. Natürlich, es beginnt, wie es bei mir auch war, ich war einfach ein bisschen neugierig, wollte ab und zu mal ein bisschen höher hinauf, als wir waren, wenn wir Schafe hüten mussten oder Kühe hüten. Ich wollte mal ein bisschen sehen, wie es da oben ist. Und dann natürlich entsteht eine Leidenschaft, es wird mehr und irgendwann war mein großer Traum halt, diese Leidenschaft, dieses Hobby zum Beruf zu machen, Bergführer werden. Und das der Reihe nach ist es dann auch gelungen. Und dann natürlich mein Zusammentreffen mit Messner hat natürlich alles verändert. Er hat mich eingeladen, auch einmal diese hohen Berge zu erleben. Und natürlich, er hat mir die Tür aufgemacht zu den hohen Bergen. Und an seiner Seite bin ich dann natürlich in diesen Wettlauf rein geraten. Und das geht relativ schnell. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückblicke an diese doch vielen Jahre in diesem Wettlauf, ja, ich würde sowas nicht noch einmal machen. Das war einfach ein bisschen zu viel am Limit. Und vor allem das Gipfelglück, was ich als Junge empfunden habe, wenn ich irgendwo oben war, das ist komplett verloren gegangen. Wir waren auf den hohen Gipfeln und mit dem Gedanken bist du schon wieder beim nächsten Ziel. Es ist ein Wettlauf. Das wird ein, ja, man hat wenig Zeit, um etwas richtig zu genießen. Das geht nicht. Das ist wie beim Skirennläufer. Wenn einem die Königsdisziplin in Kitzbühel die Abfahrt gewinnt, dann kann er nicht 14 Tage sich nur freuen. Da muss der Gedanken sofort umschnappen. Das nächste Rennen steht vor der Tür. Und so war es auch bei uns. Und ja, und der Preis, den ich bezahlt habe, war ja viel zu hoch. Ich habe viel zu viel Freunde verloren. Wir mussten ja am Limit gehen, wenn du trotz aller Vorbereitung, wenn du nicht ans Limit gehst, dann spielst du in der zweiten, dritten Liga und dann kannst du nicht mehr von diesem Hobby leben. Ja, mit Sicherheit, weil du musst halt abliefern. Es geht nicht anders. Deswegen ist oft einmal, habe ich das Gefühl gehabt, dass das Gipfelglück nimmer gekommen. Wenn ich irgendwo oben war, das ist ein Gipfelerfolg geworden.
Und eben, es ging schon wieder weiter mit. Du hast ja Pläne Jahre voraus gehabt und hast sie versucht, diese Pläne, diese Ziele nicht zu verraten. Das ist wie ein Schatz. Also nichts sagen, weil sonst kann es schneller weg sein, dass ein anderer aufschnappt und es verwirklicht, als man denkt. Und ich habe gewisse Traumziele mit mir, ja, jahrelang habe ich sie mitgetragen und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt ist der Augenblick da, jetzt passt es. Aber sonst habe ich mir gedacht, oh, vielleicht doch noch ein bisschen besser vorbereiten oder so. Und dann einfach niemandem nichts gesagt. Und dann plötzlich hast du es probiert und wenn es gelungen ist, dann ja, auf der einen Seite schade, der Plan ist weg, auf der anderen Seite zu viel, zu wenig Zeit davon zu zehren. Und jetzt mache ich den Wettlauf ja nicht mehr. Jetzt ist es schön geworden, weil jetzt kommen oft einmal die Erinnerungen ganz intensiv, wenn ich ein Buch oder wenn ich irgendwas schreibe oder einen Film, einen Vortrag zusammenstelle. Ist schon sehr schön, aber trotzdem, von Erinnerungen kann ich überhaupt nicht leben. Ich brauche Ziele, aber die Ziele sind jetzt ganz anders. Die sind jetzt um nichts mehr mit Wettlauf zu tun. Ich fahre in die Welt hinaus und der Berg, den ich anpeile, ist ein Teil. Ich habe jetzt Zeit, einmal das Ganze drumherum zu sehen. Ich habe Zeit, die Menschen zu beobachten, die Kulturen zu erleben. Also jetzt ist es wieder richtig schön geworden. Ja, in der Profizeit, da habe ich sicherlich das vermisst. Da habe ich oft einmal einfach nur ganze tagelang nur Griffe gesucht. Die Wände waren so schwer. Ich habe gar nicht gesehen, in welcher schönen Landschaft wir uns bewegen. Einfach nur den nächsten Griff, die nächste Griffkombination. Und das ist jetzt nicht mehr. Ich gehe gern klettern, aber ich gehe irgendwie klettern, wo es weitergeht, wo ich Spaß habe. Und wenn ich merke, da muss ich jetzt anfangen, wieder so rumzueiern, dann mache ich das einfach nicht mehr. Dann gehe ich eine Stufe tiefer, wo es läuft. Und deswegen ist es schön geworden. Einfach keinen Druck mehr haben, einfach nur genießen. Ja, ich habe viele Wünsche gehabt, aber in der Gegend war ich noch nie. Ich habe mir, und das Problem war, ich bin eben in diesen 8000er-Wettlauf reingeraten, obwohl ich eigentlich Kletterer war. Und dann musst du einfach da bleiben, weil man kann nicht alle Disziplinen durchführen, ganz intensiv, weil dann bist du überall nicht unbedingt vorne dabei, wenn du zu viele Disziplinen machst. Und deswegen habe ich mich doch für die 8000er entschieden und habe mich viel abbewegt. Aber wenn ich plötzlich sage, mit den 8000er, das war es jetzt. Da habe ich alles, was ich machen wollte, an sich erreicht. Aber jetzt will ich ein bisschen mehr andere Länder sehen. Und da kam die Idee, die 7 Kontinente der Welt zu bereisen, aber nicht immer auf den höchsten Gipfel gehen. Das hat mich nicht interessiert. Das haben aber schon mehrere gemacht gehabt. Dann kam die Idee, ein neues Projekt anzupeilen, die zweithöchsten der Kontinente. Und das war so ein schönes Thema, weil die zweithöchsten sind meistens einsame Gipfel und sind bis in Neuguinea, in Papua, sind die zweithöchsten auf den anderen 6 Kontinenten viel schwerer wie die höchsten. Und das ist auch das Schöne. Und allgemein, das war so toll, diese verschiedenen Kulturen, die tollen Berge, auch natürlich eine Antarktis, ein Traum, dort unterwegs zu sein. Und meistens komplett allein mit einem Freund. Wir waren Maximum zu dritt, aber meistens zu zweit unterwegs. Das war so perig. Und natürlich, es gibt noch Länder, wo ich nicht war und vielleicht einmal hingehen möchte. Natürlich Pamir, ich habe nur gehört, ist ein wunderschönes Land. Und da müsste man einmal gewesen sein. Nicht um da alpinistisch weiß Gott was aufzureißen oder so. Nein, nein, das Land zu sehen. Ich habe meinen ersten 8000er, habe ich 83 bestiegen. Ein Zhou Yu mit Messner.
Und dann, ja, bis so. Und den letzten habe ich bestiegen, ja, 2000. Und was mich immer wieder fasziniert, wenn ich zurückdenke an die Berge, die Erinnerung an die Besteigung ist so tief, wie wenn es gestern gewesen wäre. Aber ich muss da immer wieder nachdenken, und fast nachschauen, welches Jahr war das? Weil es interessiert mich nicht, welches Jahr. Mich interessiert nur die Geschichte, das Erlebnis. Aber ja, bis dahin habe ich eben die 8000er im Kopf gehabt. Und danach habe ich eben schöne Geschichten aufgegabelt, nämlich die Matterhörner dieser Welt, diese schönen Berge, dominanten Berge, eben die Seven Second Summits oder zum Beispiel, na schon mehrere, zum Beispiel Skigeschichten, was ja mit meine intensivste Zeit war, vom Nordpol von 0 Meter mit Ski bis zum Everest mit Ski. Solche Geschichten habe ich dann angefangen. Und das war wunderschön, waren tolle Dinge. Aber ich habe schon noch Länder, wo ich gerne einmal hingehen möchte. Und auch zum Beispiel nur einmal in Yosemite sein. Ich war als Kletterer so viel unterwegs, ich war nie in Yosemite. Und da würde ich hingehen und nicht einmal die Kletterpatschen mitnehmen. Da würde ich nur durch das schöne Tal wandern, die Berge anschauen und sagen, da oben habe ich nichts mehr verloren. Das interessiert mich auch nicht mehr. Weil man muss loslassen können, sonst macht man sich lächerlich. Und da würde ich auch nur das gerne mal anschauen. Und sicher nicht da lang herumdenken, schade, dass ich da nicht einmal durchgeklettert bin. Ich bin so viel geklettert, nein, muss das nicht sein, aber die Gegend anschauen. Ja, natürlich, wenn ich es jetzt von meiner Seite sagen kann, ich habe natürlich da riesige Vorteile gehabt, weil ich musste da nicht einfach so. Weil von mir aus gesehen ist das Höhenbergsteigen die Königsdisziplin. Und ich musste da nicht alles selber mir aneignen und so, eben weil es die Einladung von den damals schon so bekannten Messner war. Der hat mir alles organisiert, finanziert auch am Anfang. Und ich wurde so mitgenommen und eingeführt. Aber die anderen eben, gerade von Osten, die erstens einmal war es nicht möglich, nach außen zu kommen, und die mussten aber wirklich alles selber machen, unter schwierigsten Umständen. Die haben es ja 100-mal schwerer gehabt, wie wir. Wo man zum Beispiel, wir selber haben es nicht bekommen, als Südtiroler unter Italien hat der Südtiroler nicht Unterstützung. Das war eigentlich nicht möglich. Die Italiener, wenn sie eine Expedition gemacht haben, haben nicht unbedingt auf Südtiroler zurückgegriffen. Und da war auch immer so eine Konkurrenz da. Ich sage es auch ganz offen, wenn ich mitbekommen habe, dass Italiener irgendwo Expeditionen gestartet haben, mehrere Mal probiert haben, dann war das eigentlich schon ein sehr reizendes Projekt, fast schon ein Muss, dahin zu fahren, um das zu lösen. Aber da von der, in der Richtung haben wir es nicht bekommen. Nur der bekannte Messner hat Sponsoren gehabt, das war alles leicht. Das haben die anderen nicht gehabt. Ich habe es in der Zeit, wo ich mit Messner so aufgebrochen bin, beobachtet von sportlichen Mitkonkurrenten, sehr starken, zum Beispiel die Polen. Die haben es viel schwerer gehabt wie wir, glaube ich auf jeden Fall. Die haben zwar vom Staat ein bisschen die Unterstützung bekommen, aber die haben es schwerer gehabt. Die haben auch nicht die Ausrüstung gehabt. Da waren wir ihnen voraus, da haben wir einfach Vorteile gehabt. Ja, das ist Alpinismus pur. Es ist in meinen Augen der reinste Alpinismus, wie man sich's vorstellen kann. Weil, wenn man alles bis zum Basislager hingebracht bekommt, wie so üblich ist bei den 8000ern, dann ist das viel leichter. Aber wenn du alles selber tragen musst, dann ist das ganz was anderes. Und deswegen, es ist ja inzwischen, von mir aus gesehen, ist das Höhenbergsteigen teilweise sowas von lächerlich geworden, das kann es ja nicht sein, dass die Sherpa den kompletten Luxus nach oben bringen, dass die Sherpa die Spur treten, die Sauerstoffflaschen hochtragen, Luxushochlager hinstellen, Fixseile ist ja sowieso. Und wie es in den letzten Zeiten passiert ist, dass sie sogar engagiert werden, die fliegen hoch, Sherpas, soweit es geht, deponieren oben. Zählt alles und machen die Spur
Spur von oben nach unten für die sogenannten Alpinhelden, die dann kommen. Also das ist genau das ist so ein Unterschied. Für das habe ich einfach keine Voteran-Erkennung übrig. Aber wenn sich jemand alles selber zum Berg bringt, so, das ist halt Alpinismus pur. Leider Gottes, inzwischen ist schon, die Zeiten sind vorbei, aber ich bewundere das und respektiere es, stufe es richtig hoch ein. Ja, viel weniger, mit Sicherheit, weil ich kann, das heißt eigentlich schon, wie die Welt oft ist, weil man kann es nicht verstehen, wie man ein Volk so einsperrt. Und ich habe das, spüre es, wenn ich jetzt zum Beispiel Vorträge mache, wenn ich in Osten bin, dann freue ich mich immer. Ich spüre einfach eine viel größere Begeisterung. Es hat ein bisschen Nachholbedarf. Die Freude, die Begeisterung, das haben andere Teile von Deutschland zum Teil nicht mehr. Weil, nur ein Beispiel, ich bin ja gerne in Bayern, aber wenn ich zum Beispiel in München bin und zeige einen Vortrag, dann spüre ich, dass da einfach eine gewisse Übersättigung da ist und dass da oft einmal der Blick fast zuerst einmal auf den Beamer fällt. Was ist denn das, welcher Beamer? Ah, das ist noch nicht ganz der neue, jetzt ganz krass ausgedrückt. Und die Übersättigung ist da viel mehr da. Und in Osten spüre ich einfach die Begeisterung und auch dahinkommen. Und die Halle ist ausgebucht innerhalb von kurzer Zeit. Und dann macht es halt auch mehr Freude zu erzählen, weil ich möchte ja den Leuten ein bisschen Freude machen. Ich möchte doch, wenn man ihnen die Berge, auch zum Teil die hohen Berge, mal ins Haus bringt, sie mitgehen lässt, das ist ja der Sinn. Der Sinn ist ja nicht hingehen und aufzählen, was du alles gemacht hast. Das magst du vielleicht als Junger auch mal gern machen, aber das, im Laufe der Jahre ist es nicht mehr wichtig, da ist das Erleben. Natürlich müssen Erfolge dabei sein, weil ohne Erfolge bist du nicht bekannt und dann wirst du auch nicht eingeladen. Aber die Erlebnisse erzählen ist der Sinn. Und wenn du einen Vortrag machst, kannst du Erfolge erzählen, aber ich erzähle an sich lieber von, wo auch die Rückschläge da waren, weil es sind vom Erlebnis her, vom Abenteuer her, die härtesten Sachen. Sonst wäre es doch nicht gescheitert. Und wenn man da, und nicht, da war ich, da war ich, da war ich, und die Misserfolge gar nicht erwähnen, nur die Erfolge, das finde ich eine nicht runde Geschichte. Und eben, wie gesagt, in Osten spüre ich einfach die Begeisterung so sehr. Und auch, wenn ich als Bergführer, wo ich ja viel unterwegs bin, wenn mich da Leute vom Osten begeistern, die sind extrem begeistert. Und das macht halt auch Freude. Also ich kann da nur positiv sprechen, absolut. Ja, natürlich, jetzt, das ist ja der abgedroschene Satz, die Zeit heilt Wunden, da ist schon was dran. Aber es ist ganz verschieden. Und manchmal, wenn du in eine Geschichte reingehst, dann kommen die Schmerzen zurück. Ich habe zum Beispiel vor der Corona-Zeit einen Film gedreht, einen Kinofilm, also ein bisschen Biografie. Und da sind halt auch die Rückschläge massiv nachgedreht worden. Und da war ich eigentlich nicht so gern dabei bei den Dreharbeiten. Überhaupt gar nicht so. Weil da habe ich das Gefühl auf den Kopf, es kommen Schmerzen zurück. Aber ansonsten, wenn ich bei einem Vortrag normalerweise erzähle, dann habe ich schon das Gefühl, ich habe das verarbeitet. Da leide ich nicht drunter. Das ist einfach nur, ist inzwischen schon weg ein bisschen. Und ich glaube, das ist mir nur gelungen, weil ich nach vorne gegangen bin. Nach so Rückschlägen und ein paar Mal einen Fehler gemacht habe, bin ich stecken geblieben. Kopf in Sand und immer wieder, warum, die Frage. Da gibt es keine Antwort, da ist nur das Einzige, wenn es gelingt, geh nach vorne weg. Und ja, es muss da auch im Klaren sein, du startest ja immer mit einem sehr hohen Restrisiko. Und das haben wir schon auch gewusst, wir spielen da ziemlich am Limit. Aber natürlich musst du blauäugig sein, musst positiv denken, weil ansonsten, wenn du negativ denkst, dann darfst du solche Sachen sowieso nicht machen. Wenn du alles negativ andenkst,
Wenn du praktisch den letzten Rest der Kindheit verloren hast, dann darfst du nicht mehr in so steile Wände gehen. Dann wird alles viel zu gefährlich. Aber natürlich die Geschichten, wenn du ein Buch machst, wo es ganz ausführlich beschrieben wird, diese Schmerzen bleiben bis zum Ende vom Leben, ganz klar, weil teilweise hast du wirklich an deiner Seite Leute verloren, die dir so wichtig waren, die dir so sehr nahe waren wie ein Bruder, ganz klar. Und das ist nicht leicht. Ja, und dann die Rückschläge ist auch noch, wenn du sie selber erlebst, dann ist ja, und die Welt ist halt so, dann kommst du zurück und die Medien sind zum Teil sehr brutal, weil zurückkommen mit der gescheiterten Geschichte, wo Leute am Berg geblieben sind, ist ja viel interessanter für die Medien, als wenn du hingehst und ganz glatt und ganz schnell einen Erfolg erzielst und kommst zurück. Das ist langweilig. Aber wenn es eine Tragödie gegeben hat, das ist dann viel spannender. Und dann, wer ist schuld und hin und her. Und dann wirst du noch angegriffen, obwohl du leidest. Und ich habe auch immer gesagt, du pass auf den 8000, dann kann ich für niemanden mehr verantwortlich sein. Da muss jeder für sich selber die Verantwortung tragen. Aber die Medien bringen es dann halt doch ein bisschen anders. Weil da bin ich nicht mehr Bergführer. Die sind gleichwertige Kollegen und ja, du leidest drunter, aber so Verantwortung habe ich auch nie, hier nie das Gefühl gehabt, dass ich verantwortlich gewesen wäre für die Freunde. Nein, ich finde schon, wenn man zu zweit aufbricht oder in einer Gruppe aufbricht und da ist jemand, ersichtlich, du siehst ja, der ist, wird höhenkrank und so. Also dann darf der Gipfel keine Rolle mehr spielen. Dann muss das abgebrochen werden. Zurück mit ihm. Das ist einfach, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Weil wenn jemand einen Kranken, auch so, er sagt nur, er ist einfach müde, er wartet, oder er steigt schon ein bisschen zusammen ab, aber wenn er krank wird, zum Beispiel, das sieht man am Essen in der Früh, nach dem Biwak, in der ganz großen Höhe, ob jemand Anzeichen von Höhenkrankheiten hat und nicht nur Anzeichen von müde werden, dann musst du sofort zurück. Ganz klar, weil die Geschichten, die man vor kurzem auch gehört hat, am K2 und am Everest ist es ja auch so passiert, wo Leute im erschöpften Zustand eigentlich, die können nicht mehr, die sind fertig. Und von hinten kommt der Kolonne und geht an denen vorbei zum Gipfel. Also in meinen Augen ist das schon irgendwie, ich sehe das als Verbrechen. Weil dann dürfen sie, dann sollten sie doch Sauerstoff geben, gemeinsam kann man vielleicht etwas machen. Da spreche ich auch aus der Sicht von der Bergrettung, wo wir seit so vielen Jahren waren. Wenn du irgendwie helfen kannst, dann ist das das erste Gebot. Und wenn jemand wirklich von oben kommt, trifft einen Erschöpften und er ist selber komplett am Limit, würde ich dessen noch akzeptieren. Wenn er sagt, ich habe einfach gar keine Kraft mehr gehabt, muss er schauen, wie ich mich nur irgendwie runterkriege. Aber wenn jemand an so einen total Erschöpften oder Verletzten, wie es am K2 war, nach oben geht, an dem vorbei, dann habe ich da kein Verständnis mehr. Da würde ich natürlich rechtlich, sollten die eine Strafe kriegen, weil das ist dort mit Menschlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, aber das ist vielleicht natürlich dann in dem Moment, wenn es jemand einstuft, der ist ja einfach müde und wir gehen das kleine Stück noch hoch und dann gehen wir zusammen runter. Das ist schon was anderes. Aber man muss immer sehen, wenn er daumerig wird, der kann müde sein. Oft einmal ist es Anzeichen vom Hirnödem, weil hat jemand Gleichgewichtsstörungen. Aber ich meine, das hat sicherlich diese Gruppe auch nicht so genau einschätzen können. Da war überhaupt nichts Gewolltes dabei. Das sehe ich natürlich als riesiges Pech und so.
Aber inzwischen hat man die Erfahrungswerte viel mehr. Und zum Beispiel der am K2, der war verletzt. Und da ging es an ihm vorbei. Aber ansonsten nur um sagen, haben wir am Manaslu auch gemacht. Da sind wir los am Gipfeltag und mein engster Freund damals, auch Lehrmeister in den Dolomiten, hat gleich schon gesagt: Na, pass auf, er dreht um. Es passt nicht mehr, es ist ihm zu kalt. Und dann ist er auch, wir sind ja selbstständig, dann ist er zurück zum Zelt. Eine Stunde später hat der andere auch gesagt: Das Tempo haltet er einfach nicht und wir müssen es, sonst können wir in die Wolkenbänke rein. Mittagszeit wird es immer schlecht. Und ich habe den auch zurückgehen lassen und bin weiter. Aber es war in meinen Augen vollkommen zu verantworten, obwohl dann sich eine Tragödie abgespielt hat. Aber die krassen Fälle, die ich vorhin aufgezählt habe, am Everest und vor kurzem K2, das ist einfach nur in meinen Augen, das ist nicht in Ordnung, einen schwer Verletzten dazulassen, weitergehen. Aber nur knapp vom Gipfel, wenn einer sagt, du, ich box nicht, ich warte, ich gehe doch weiter. Das ist ganz was anderes. Das ist ganz normal. Sag mal, Nur wenn er krank, gell, das sind zwei ganz verschiedene Punkte. Ich habe es ja, dann eigentlich immer wieder Glück gehabt, so, wenn ich schon ja, das Gefühl gehabt habe, oh, jetzt wird der Akku langsam leer. Das habe ich schon gespürt. Und wenn du zum Beispiel auch ohne Sauerstoff vom Everest, da oben hinaus geht jeder sehr ans Limit, durch jeder Schritt wird schon zum Kampf. Und dann hat dann, ja, immer dann halt immer wieder es so versucht einzuteilen, dass ich einfach gedacht habe, jetzt musst du richtig aufpassen mit deinem, musst du den Rhythmus halten und dann nur noch 5 Schritte gehen. Und dann Momente stehen bleiben und diese 5 Schritte als Erfolg sehen, dann baust du ganz kleine Erfolgserlebnisse auf und gehst weiter. Aber wenn du da einen Gipfel anschaust, der kommt nicht näher und du merkst, oh, ich bin sowas von, ich gehe der Grenze entgegen, dann wird es schwer, weil das wird dann auch zu eine brutale Kopfsache. Und wenn du dich da unter Kontrolle hast und dann kannst du sehr viel erreichen. Aber ich war schon einige Mal sehr auch am Limit, das ist ganz klar, auf diesem doch so weiten Weg und immer in der Höhe. Aber wenn ich eigentlich, wenn wir so als Gruppe war ich selten, oder zu zweit unterwegs waren, da ging es eigentlich, und dafür bin ich dankbar, immer recht gut. Dass ich mir gedacht habe, das Tempo kann ich irgendwie schon halten, trotz der Müdigkeit. Weil geschenkt haben wir uns auf den hohen Bergen nichts, auch mit einer Seite vom Messner. Da sind wir einfach, waren wir schon sehr hart unterwegs. Und Messner ist ja auch so, er ist sehr hart zu sich selber, geht dann sehr ans Limit und verlangt halt auch vom Partner die Leistung. Weil wenn du da nicht mitkommst und so, dann nimmt er den nicht ein zweites zum dritten Mal mit, warum auch? Das wäre ja auch ein Blödsinn, weil er braucht ja einen Partner, der ihn nicht aufhält, sondern der für ihn auch ab und zu eine Stütze sein kann. Und das ist ganz normal. Ansonsten müsste, wenn er immer nur stehen bleiben und warten muss, weil er hat ja Möglichkeiten, die Leute sich auszusuchen, dann müsste er doch sagen, das war jetzt ganz ein netter Kerl, ein angenehmer Partner, aber ein bisschen zu schwach war er mal einfach. Also gesehen, also muss jemand halt entscheiden. Ich sage, also Angst würde ich es nicht nennen, eine Spannung ist sowieso da, ist auch gut, dass du ganz konzentriert bleibst. Aber Angst, weil wenn die Angst dann nochmal kommt, dann musst du einfach zurück, weil die blockt dir jeden Schritt, die blockt jede Bewegung. Große Spannung war da, aber als Angst würde ich es nicht bezeichnen. So weit habe ich es eigentlich nicht kommen lassen. Auf den hohen Bergen, vielleicht in der Jugendzeit manchmal schon, weil da rennst du ganz leichtsinnig irgendwo hin und plötzlich bist du in einer blöden Situation. Aber
Die Angst hat mein Leben nicht schwer gemacht. Überhaupt nicht. Immer noch nicht. Und das, ich weiß nicht, ist gut, ich weiß nicht, ist schlecht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich möchte nicht, das habe ich immer schon gedacht, schon seit vielen Jahren, ich möchte nicht durch Angst, ständige Angst, ich möchte nicht dem Tod entgegen zittern. Ich versuche aufzupassen, ich versuche was mit dem Leben zu tun, wissend, das ist auch ein Risiko, aber so direkt vom Tod, diese panischen Ängste, wie man oft von Leuten spürt, die habe ich nicht. Und das Schlimmste kann, so schlimm kann ein Tod auch nicht sein, weil das hat noch jeder geschafft. Jemand, der das ganze Leben nichts auf die Füße bringt, das ins Gras beißen, hat noch jeder geschafft. Das ist jetzt nur ein Witz. So, nein, aber ich habe nicht so große Angst vom Tod. Überhaupt nicht. Aber ich freue mich über jeden Tag Leben, natürlich. Vielleicht braucht es das auch, damit man solche Dinge macht. Ja, ja, und man muss halt versuchen, mit dem Leben etwas zu machen. Weil wenn jemand zu viel Angst hat, dann ist er nie imstande, einen Schritt zu machen, was er gern machen würde. Weil man kann nicht ein Leben lang nur träumen. Nehmen wir an, einmal von mir aus einen Gleitschirm fliegen, zuschauen und davon träumen, einmal oben die Freiheit zu erleben. Mach den Schritt, überwinde dich und mach das, zieh das Erlebnis durch mit einem erfahrenen Tandem-Fluglehrer. Das sollte jemand machen. Und dann ist er rund und dann ist er so glücklich, dann merkt er, wie wertvoll das Leben ist, wenn man etwas mit dem Leben macht. Ja, das ist halt einfach so, wenn man in einer gewissen Gegend ist, wo sowas passiert ist, natürlich kommen die Erinnerungen, die Schmerzhaften schon zurück. Aber ich sage immer, ich habe es ja nicht gewusst, aber wenn ich gewusst hätte, wie hoch der Preis ist, die Rückschläge und all das, dann hätte ich den Weg nicht. Dann wäre ich den Weg nicht gegangen. Jetzt weiß ich, was alles auf mich zugekommen ist. Und ich würde sagen, ich würde den Weg nicht noch einmal gehen. Aber du gehst ja los und bist positiv und versuchst das ein bisschen zu verdrängen. Aber ich habe natürlich sehr viele Freunde verloren am Berg. Von meinen 8000er Kollegen, die mit mir auf den hohen Bergen waren, da sind nur noch 3 übrig geblieben. Reinhold Messner natürlich, den ich ja so viel zu bedanken, da muss ich ihm viel Dank aussprechen, der mich da eingeführt hat und der mich auch in gewisser Hinsicht durch seine Erfahrung eingebremst hat. Ich war damals sehr risikofreudig, viel, viel mehr wie er. Er war erfahrener, er hat gewusst, wie schnell die Situation, wie schnell was passieren kann, wenn dunkle Wolken kamen. Und ich war eher der Meinung, riskieren muss. Aber das sind die jungen Jahre. Ja, und dann Konrad Auer, ist ein Südtiroler Bergführerkollege, mit dem ich am Kanchenjunga war. Und Diego Wellig, mit dem ich am Nanga Parbat war. Und Freunde aus Polen, aus Deutschland, Schweiz, Italien, Südtirol, Russland, Frankreich, habe ich verloren. Nicht an meiner Seite, aber ein paar leider Gottes auch, wenn wir gemeinsam unterwegs waren. Aber ich habe ja den Weg dann verfolgt von diesen Freunden, die auf den oder den Berg probiert haben, nicht mehr zurückkamen. Aber es war ein hoher Preis. Und wir haben es auch ziemlich an die Grenze getrieben. Vielleicht einige Mal ein bisschen überspitzt. Aber ja, wenn du dich für den Weg entscheidest, mit Reserven erreichst du keine großen Ziele. Ja, ich habe eigentlich, wenn ich das erste Mal diesen harten Schicksalsschlag erlebt habe, das war am Manaslu, wo wir am Gipfeltag zu dritt aufgebrochen sind. Und ein paar Tage später war ich auch ohne Gipfel, wir sind gescheitert, war ich allein zurück im Basislager. Die Freunde sind am Berg verunglückt, innerhalb von 4 Stunden die beiden.
ohne und unabhängig voneinander. Und dann war ich herunten und dann war ich sehr am Boden zerstört, da bin ich in ein tiefes Loch geflogen. Weil die Situation war sehr neu und eben die Angriffe von außen, all das. Und ein paar Mal ist mir dann ein ähnliches Schicksal passiert, aber da war ich viel reifer. Und da habe ich eigentlich auch festgestellt, ich soll es auf keinen Fall noch einmal so machen wie nach dem Manaslu, wo ich alles hinschmeißen wollte, aufgeben. Habe es einige Wochen eigentlich schon so weitergeführt. Der Berg ist ein Feindbild geworden, ich will nicht mehr. Und wenn ich dann doch wieder mich aufgerafft, dann weitergegangen bin und wieder ähnliche Schicksalsschläge erlebt habe, dann war mir ganz klar, gehe am nächsten Tag sofort weiter nach vorne. Dass dieses nach vorne gehen hat mir sehr, sehr viel geholfen. Weil wenn du da stehen bleibst, da gibt es keine, es gibt keine Antwort, dann dreht sich im Kopf irgendwann ein Rad und das ist schlecht. Und ich merke es von Leuten, und das würde ich jedem empfehlen, nicht zu machen, dass viele, auch mit kleinen, an sich Mini-Schicksalsschlägen, dass sie das Leben sofort ändern. Weil wenn sich, es gibt viele, die sich beim Skifahren ein Bein brechen und dann lassen sie die Ski im Keller stehen für den Rest des Lebens. Du das ausheilen, hol dir die Bretter und fahr weiter. Und es beginnt ja schon im privaten Leben. Manche, wenn einmal Beziehung, eine Ehe auseinandergeht, dann kommen sie das ganze Leben nicht mehr weiter. Beschimpfen sich vielleicht gegenseitig auf einem Weg komplett falsch. Und das ist falsch. Wenn schon eine Beziehung auseinandergeht, schau hinter die nächste Ecke, vielleicht kommt dann wieder ein passender Partner auf dich zu und die ganze Sache ist viel leichter. Nach vorne gehen, weitergehen, nicht stehen bleiben. Das hat mir ganz viel geholfen. Ja, das ist eben, aber ich finde, ich hätte es nie für möglich gehalten, wie schön das sein kann. Und natürlich das große Glück haben, trotz so vielen Auf- und Abstiegen, der Körper, ich habe den Körper ja belastet, als professioneller Bergläufer auch, als Skirennläufer und dann am Berg, das ständig auf und ab. Aber ich habe ein Glück und dafür bin ich am meisten dankbar. Mir tut kein Knie weh, mir tut kein Rücken weh, mir tut kein Finger weh, der ganz ein bisschen, weil mir vor kurzem ein Stein auf den drei Zehen genau auf den Finger geflogen ist. 2-3 Tage ist das vielleicht auch wieder alles in Ordnung. Und dafür bin ich dankbar und ich kann noch weitergehen. Ich habe Freude am Berg, ich kann noch schöne Sachen machen. Aber einfach diese Freiheit zu haben, null Druck, niemandem mehr was beweisen müssen, einfach nur genießen, das ist schön. Wenn ich jetzt zum Beispiel aufbreche, und da bin ich sehr viel, in meiner fast zweiten Heimat in Nepal. Ich bin früher aufgebrochen, den Berg im Blick. Und jetzt breche ich auf mit einem alpinistisch ganz leichten Ziel, hauptsächlich auf Trekkingbasis. Und ich habe Zeit, die Leute zu beobachten, die Kulturen zu sehen. Wir haben im Laufe der Jahre in Nepal Hilfsprojekte aufgebaut für die Kinder. Da habe ich nur geholfen, aber ich habe wenig Zeit gehabt, das zu sehen. Und jetzt bin ich da, ich sehe das. Und es gibt ja so viel zurück, weil das Schönste, was man gerade in diesen fremden Ländern, in den armen Ländern sehen kann, ist ja das Leben der Kinder, das Lachen der Kinder ist viel schöner wie alle 8000er zusammen.